Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video zum dritten Part meines Raritätenbeutel-Serie. Und heute hier haben wir verschiedene Pyrokracker. Wie ihr seht, Shogun Pyrokracker von Diamond aus Ende der 90er Jahren. Diamond Pyrokracker aus 2003, 2004 ungefähr. Black Cat feiste Pyrokracker aus 1997, 1996. Graulunte Keller-Pyrokracker Ende 90er Bopi-Böller und hier Anfang 2000 die Thunder-Pyrokracker. So. Machen wir das. So, zack. So. Wir fangen mal an mit Diamond-Pyrokracker aus 2003, 2004. So, let's go. Sehr gut. Und gleich noch ein. Langsame Lunte. Sehr gut. Und gleich nochmal. Sehr gut. Und jetzt machen wir gleich mit dem Shogun weiter, wenn wir schon bei Diamond sind. Sieht natürlich noch, besser verarbeitet aus. Auch gut. Und gleich noch ein. Sehr gut. So, jetzt kommen wir zu Feistel. Ja, schon eine andere Qualität. Black Cat Pyrokracker. Die sind auf jeden Fall sehr gut. Sehr nice. Und gleich noch ein. Nice. Geile Pyrokracker. Und jetzt kommen wir mal die sind von Anfang der 90er Jahre. Selbstverständlich, wie gesagt, mit grauer Lunte. Und naja, wir gucken mal. Bin mal gespannt, wie die sind. Boah, die sind gut, ey. Ja, ja. Und gleich noch ein. Krass. So. Und dann haben wir hier Thunder Pyrokracker. Ja. Gut. Sehr geil. Und jetzt Bo Peep. Oh, die sind aber echt sehr stark verarbeitet, finde ich. Die müssen auf jeden Fall besser als die Thunder sein. Ja, sind sie. Das war mir schon klar. Und gleich noch ein. Krass. Auf jeden Fall sehr geil. Dann machen wir noch mal hier noch ein paar hier. Noch mal hier vom Feistel hier mit Black Cat Label. Das sind wirklich sehr gute Teile. Da sind auch die besten hier gerade von den ganzen Pyrokracker. Es war mir auch klar. Aber gehört noch mal. Geil. Richtig geil. Und dann machen wir hier noch mal so hier Shogun Diamond aus Ende der 90er Jahren. Das sind auch noch Top-Teile. Geil. Und dann hier nochmal hier
Graul und hat mich einfach abgeschossen, Jungs. Oh. Oh. Das ist wie so ein Schlaufenlund, ey. Geil, geil. Ja, moin. So. Na, was kann man da noch machen? Ein Pyokakabopi in der Luft, sagst du? Oha. Ja, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war der dritte Part. Und ja, als nächstes wird der vierte Part kommen. Das wird auf jeden Fall nächsten Sonntag wieder am Start sein. Also wie gesagt, insgesamt 10 wird es hier geben, wie ihr wisst. Und ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.